Hallo und herzlich willkommen im neuen Deutschen Erdölmuseum Wietze. Mein Name ist Stefan Lüttgert, ich bin Museumsleiter seit 2015 und wir haben eine neue Ausstellung, die verschafft einen umfassenden Überblick über die Entstehung, Gewinnung und Bedeutung eines der wichtigsten und vielseitigsten Rohstoffe der letzten 150 Jahre. Und das Tolle, das Ganze wird gezeigt am authentischen Schauplatz, nämlich mitten auf dem einstigen Wietzer Ölfeld. Die Ausstellung ist individuell angefertigt und gestalterisch wirklich aus einem Guss. Und sie bespielt jetzt auf gleicher Fläche sehr viel mehr Aspekte des Themas. Der Rohstoff selber rückt stärker in den Fokus. Naja, und die Schattenseiten des Erdöls werden auch nicht verschwiegen. Umweltkatastrophen, Fracking, geopolitische Auseinandersetzung. Besonders toll die neue Wietze-Abteilung. Da gibt es jetzt wandfüllende Fotografien vom Wandel des beschaulichen Heidedorfs zum Industriestandort während des Erdölbooms um 1900. Und dieses Leben im kleinen Texas in der Heide, das kann man sich dann erzählen lassen an zahlreichen Hörstationen, die in Erdöl-Barrels eingebaut sind. Also es geht jetzt auch wirklich um den Faktor Mensch, um Umwelt und Soziales und nicht nur um Technik. Kommt vorbei, ab 27. Mai.